jetzt schauen wir uns Vorschleifen an. Die Vorschleife können wir nutzen, um einen Befehl auf alle Elemente einer Liste anzuwenden. Dafür nutzen wir unsere Liste, die wir generiert haben, nämlich Names. Ich schreibe diese Schleife jetzt mal und dann gehen wir nochmal zusammen durch, was darin eigentlich passiert. Um so eine Schleife einleiten zu lassen, benutzen wir for, dann eine Variable, die wir selbst benennen. Ich nehme hier jetzt mal person, weil das gut zu den Elementen aus unserer Liste passt. Dann ein in, names, also den Namen unserer Liste, ein Doppelpunkt. Wenn ich jetzt Enter drücke, sehe ich, dass hier automatisch eine Einrückung kommt. Das ist eine Besonderheit von Python und zeigt eben den Start einer Vorschleife an. In der Vorschleife möchte ich jetzt die Funktion print benutzen und möchte einmal person mit dem String did awesome stuff verknüpfen. Und schon ist meine Schleife fertig. Führen wir mal die Schleife aus. Was ist passiert? Ich habe jetzt diese vier Sätze zurückbekommen. Einmal Lovelace did awesome stuff, Darwin did awesome stuff, Curie did awesome stuff und Hawking did awesome stuff. Gehen wir noch einmal durch, was hier passiert ist. Im ersten Schritt haben wir hier unsere Liste mit den vier Elementen Lovelace, Darwin, Curie, Hawking. In dem ersten Durchgang der Schleife wird das erste Element aus dieser Liste Names genommen und in die Variable Person gepackt. Das ist also quasi eine Box, in der temporär Elemente aus dieser Liste abgelegt werden. Dann macht die Schleife ihren ersten Durchgang und führt print person, in dem jetzt Lovelace steckt, plus did awesome stuff aus. Dann sind wir am Ende dieser Schleife. Was jetzt passiert ist, dass es wieder von vorne losgeht und von names wird das zweite Element genommen und in die Variable person temporär gepackt. Print wird wieder ausgeführt mit person, diesmal haben wir das Element Darwin in dieser Variable und wird wieder mit did awesome stuff ausgeführt. Die Schleife ist wieder zu Ende. Wir gehen wieder zurück zum Anfang. Das dritte Element wird aus dieser Liste genommen und in person gepackt. Print wird wieder ausgeführt. Das vierte Element wird in person gepackt. Print wird wieder ausgeführt und die Schleife ist zu Ende. Damit können wir mit sehr wenig Code sehr viel schaffen. Nehmen wir an, in Names wären 10.000 Elemente. Auch das würde mit dieser Schleife automatisiert funktionieren. Ziemlich praktisch. Im nächsten Video geht's weiter mit bedingten Anweisungen oder sogenannten Conditionals in Python.